Hallo und herzlich willkommen zurück. Also vorhin natürlich zweite Folge im Sinne von der nächsten Folge, versteht sich von selbst. Und jetzt sehen wir mal zu, ob das hier die Möglichkeit ist. Ich weiß, das ist unnötig, aber so kam ich halt schnell nach vorne. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Heißt, das braucht noch eine Weile, bis ich dahin komme. Nee, warte, ich habe ja was gegen Rost. Naja. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Goldig. So, das hätte ich dann schon mal. So, schnell an die Tür geflitzt und dann das noch eingesetzt. So. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Das wird lecker. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Löwenfitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Jetzt kapiere ich allerdings selber gerade die Anzeige da oben. Ich wurde ja auch dann anscheinend mehrfach immer geklont, um wieder zurückzuschickt werden. Ach ja. So ein Mist. Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber.
Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Passt, wie gemalt. Kein Bild, kein Ton. Ich schätze mal, das liegt daran, dass noch Zutaten fehlen. Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Cole. Ach. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Rate mal. Ich rette Cole. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Na ja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Nein! Cole! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! Oh, knuffig. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? Oh, Kopfschmerzen. Aua. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure.
Aber welcher? Einer von diesen Baba. Einer von diesen beiden. Aber welcher? Oh Mann, zum Beispiel. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Der am lautesten lacht, der kriegt am meisten aufs. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, oh, was ich geb ab. Entschuldigung. War schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmel schon ab, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch düster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Bist du das? Gott, ist das duster hier. Wow! Psst, Goal, wir müssen vorsichtig sein. Er weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp, mach keinen Scheiß. Juhuhuhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. So was. Mal sehen, was bei dem Clown abgeht. Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organomen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Es sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Okay, ich kümmere mich erstmal auf den ersten. So. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels.
Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Mach nicht doch! Psst. Okay, da kann ich nicht viel machen. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt? Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Hm? Ui, guck mal, Mo. Das ist so putzig. Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Bozo, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Ich würde mal sagen... Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal hier Pause. Hören uns dann am Freitag zum letzten Mal dann erstmal wieder. Wie ihr hört, mir geht es auch schon wieder einigermaßen besser. Ja, ansonsten schönes Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen und haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Und tschüss.